So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Heroes of the Storm. Der nächste Held mittlerer Schwierigkeit ist Li Ming, Fernkampfassassine mit einer besonderen Fähigkeit, nämlich hier kritische Masse, Kills von dir selbst oder wenn du beteiligt warst, schließen sofort die Abklingzeit aller Fähigkeiten ab. So kannst du einen Kill nach dem anderen beitragen und richtig viel Schaden rausballern. Dein Q sind drei kleine Geschosse, die Schaden verursachen und die du entsprechend zielen kannst, an einem Punkt konzentriert. Die Arkane Kugel ist eine schwere, etwas träge Kugel, die langsam nach vorne wandert und mit dem Kontakt mit dem ersten Gegner explodiert. Teleportation ist ein kleiner Gap-Closer. Und die zwei heroischen Fähigkeiten sind zum einen Desintegration, wobei ein Energiestrahl für 2,6 Sekunden nach vorne geschossen wird oder die Druckwelle, die zurückstößt und etwas Schaden verursacht. Ich habe nicht wirklich viel Übung mit Li Ming. Sie kann richtig ausrasten, wenn sie richtig gespielt wird. Ja, muss man mal schauen, was wir jetzt hier für ein Team bekommen. Ein Tank oder Heiler oder am besten beides wäre mir natürlich ganz recht. Sonst stehe ich ziemlich verwundbar einfach nur rum. Und das wäre ganz nice, wenn in der Richtung was dabei wäre. So, wir werden hier auf den Orbbild gehen, da er laut Hotslogs der im Moment prominenteste und erfolgreichste Bild ist. Er ist auch am einfachsten zu spielen, weil du einfach dein W easy rausballern kannst und je weiter die Kugel wandert, macht sie mehr Schaden, liefert Cooldown-Reduktion und gibt sogar Mana zurück. Auf 13 kann man sich entscheiden zwischen Illusionist, was ein bisschen defensiver ist, und Glaskanone, was absolut offensiv ist. Du machst mehr Schaden, deine maximalen Lebenspunkte sind aber verringert. Je nachdem, welche Helden das eigene Team und der Gegner hat. Ich sehe jetzt hier schon, wir haben eine Nova bekommen, keinen Tank, keine Heilung. Wird wieder so ein typisches Damage-Deal, Blutvergießen, Freudenfest werden. Ich sehe jetzt aber auf der Gegnerseite ziemliche Squishies. Murky fällt schnell tot um. Chromie hat nicht viel Leben. Tassadar hat nicht viel Leben. Lunara ist ziemlich squishy. Nasibo bekommt zwar Leben nach und nach, ist aber auch recht squishy, vor allem am Anfang. Also alles so Helden, die man ziemlich outdamagen kann. Ja, also da ist es jetzt sogar möglich, die Glaskanone auf Level 13 zu nehmen, einfach weil sie auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen Spaß macht. Ja, also du machst halt mehr Schaden, bist aber selbst halt die wortgebende Glaskanone. Deine aber eh schon recht starken Fähigkeiten machen dann einfach noch mehr Schaden. Ich werde auch auf die Druckwelle gehen, falls Nasibo seinen wütenden Geist, oder wie das heißt, seine Ulti macht, kann ich ihn wegdrücken und die Ulti abbrechen. Chromie kann ich durcheinander bringen mit ihren Fähigkeiten. Tassadar kann ich so durcheinander bringen. Also werden wir mal sehen. Und mit Alarak haben wir ja schon einen Helden, der ein bisschen displacen kann, Gegner dorthin schieben kann, wo sie nicht sein wollen. Und das kann ich dann mit der Druckwelle auch noch verstärken. So, hier Druckwelle und hier, genau. Muss das wirklich sein? So, dann werden wir mal schauen, wie dieses Damage-Dealer aufeinandertreffen hier läuft. Das ist immer so eine kleine Wundertüte, wenn das die Team-Composition so weird ist. Ja, und da fällt der erste tot um, was kein gutes Zeichen ist. Na, fast. Zack, und der erste von den Gegnern fällt auch tot um. Nice. Zack, getroffen. Aber fällt nicht tot um.
Okay. Sagara ist unten, hat den Nasibo gekillt. Das ist wiederum ein gutes Zeichen, dass unser Solar Laner unten jetzt einfach frei pushen kann. Bestimmt auch ein bisschen ja, hier schon Schaden auf die Türme und so geben kann. Die Lunana will sterben. Okay. Gut. Der Murky hat kein Bribe. So, ich nehme jetzt gerade ein bisschen zu viel Schaden durch die Minions. So. Hier noch rein und dann können wir hier die Chromie auch. Oh, das hat sie gut gemacht. Halt, ich wollte eigentlich gar keine. Jawohl, die Lunara stirbt. Nice. So, und dann nehmen wir hier die Arkane. Kugel! Was haben wir ab jetzt schon? Verringert die Abklingzeit, wenn genau. Einfach meine arkane Kugel muss einfach möglichst weit wandern. Müssen wir mal schauen, wer oben auf den Murky aufpasst. Der darf da nämlich nicht alleine double soaken. Das wäre jetzt nicht so gut. Dann mal los. Dann schauen wir mal hier. Alarak unterstützen. Aua. Aua. Tut das weh. Tut ja weh. So, sind wir machthungrig. Wir machen ein bisschen mehr Schaden. Und oben nehmen wir die XP mit, natürlich. So, du kannst da gern reingucken. Was man natürlich als Liming immer machen kann, was ich zu wenig mache, ist einfach mal die Fähigkeiten auf die Gebäude draufklatschen. Ihr seid es fast nicht wert. Nämlich so. Da hat man dann immer ein bisschen Progress. So, jawohl. Und können wir hier easy drauf klatschen lassen. Kriegen wir die? Ah, oh, schade. Hätte ich vielleicht, wenn ich mehr Übung gehabt hätte, bekommen. Ich gehe mal nach unten, weil unten geht es gerade ein bisschen zur Sache, sehe ich gerade. Hier. Verzagt nicht. Ich eile zu euch. Na genau, da geht es vielleicht um das Camp da unten. Schauen wir mal. Können wir das machen können? Können wir das machen? Können wir das machen? Oh. Ach, erst den Glob. Erst den Glob. Oh, das sind aber jetzt ein Haufen Coins. Ich habe keine bekommen. Nein! Schade. Aber dann können wir uns hier jetzt einklatschen. Zick, getroffen. Schnappt euch diese fette Beute. Oh, der hat gesessen. Oh, der hat gesessen. Warum nicht? Ja, da muss die Lunara weg, würde ich sagen. Bumm, der hat auch gesessen. Der hat gut gelitten. Halleluja. Lassen wir mal die Zagara wieder allein. Die macht es schon. Und wir haben hier bezahlt. Nehmen wir mal den. Der ist bestimmt jetzt da drin. Hey, getroffen. So, und die Druckwelle. So, Zagara macht es unten eigentlich ganz schön. Gehen wir mal nach oben. Der Nasibo darf sie nämlich auch nicht so aufladen. So. Oh,
Okay. Dann nehmen wir den Punkt wieder mit. Oh, die Zagara stirbt. Nee, das ist nicht gut. So. Und so. Und so. Ja, haben wir weg. Sehr schön. Haben wir hier keinen Globe dabei? Da ist ein Globe. Und sterben sie alle. Jawohl! Hohohoho! Das war doch schick. Genau, ich bin doch nicht so erbärmlich. Danke, Alarak. Gut, dann soaken wir hier. Anscheinend. Unser Mana ist ja ganz okay. Mana hungry sind wir auch die ganze Zeit. Was hat denn der? Der Murky hat die Boys. Der ist bestimmt da jetzt. Oh, drückt er sein Unverwundbar, der Bub. Na, gut gemacht. Das wäre doof down gewesen. Na, da stirbt er und er hat der Coins dabei. Nice. Hat er jetzt sein Unverwundbar nicht mehr. So, dann können wir hier. So, und dann gehen wir auf Glass Cannon, weil wir es können. So, das ist schon echt guter Schaden. So. Auch um zu siegen. Hier. So, so. Und so. Ich bin jetzt gerade ziemlich uncontested. Hehe. Warum sterben jetzt alle unten? Nein, jetzt ist der Globe da hinten. Schade. Okay, wir haben wieder bezahlt. Nice. Jetzt kommt Leben in diese Bude. Okay, haben wir bekommen. Dann können wir hier hin für extra Coins. Was haben so die Gegner an Coins? Boah, die Chromie. Die Chromie hat ganz, ganz viele Coins. Was sind denn die gute? Da unten ist sie. Boah, das sind alle. Hm, oben deffen, weil da kommt ein Camp auch. Ich werde mich zu euch gesellen. Ich glaube, sie haben genug. Ja, das macht der Murky seine. Die Boys. Ah, mag auch ganz gut gedefft hier. Ah, habe ich ihn getroffen. Okay, ich gehe mal hier weg. Versuch hier weiter reinzudrücken. Die Gegner tummeln sich irgendwie eher unten alle. Die ganze Zeit. So, erhöht die Reichweite der Kugel weiter. Schauen wir mal, ob wir den hier... bekommen. So, dann gehen wir mal. Die reagieren jetzt hier endlich auch mal drauf. Die Chromie hat noch nicht bezahlen können, das ist gut. So, zack, zack. Zack. Okay. So, und dann gehen wir hier raus. Wollen wir natürlich nicht zu viel riskieren. Da kommen die Lebkuchen-Dudes. Ich habe selber noch zwei Münzen. Versuche ich die hier reinzudrücken. Aber wobei, wenn der bezahlen kann, haben wir genug. Beschützt das. Die Nova soll aufdecken. Oh, fast bekommen. Oh, schade. Das war unlucky. Okay.
Merky ist jetzt oben, wie gesagt, uncontested. Ja, was willst denn du? Ja, also da haben wir doch ganz gut eine... ganz gute Ulti gezogen auch. Oh. Okay. Na, ah, hätte ich getroffen, hätte ich gleich wieder setzen können. Die Nova kümmert sich jetzt oben um den den Murky oben. Gut, kriegt ihn auch. Mehr oder minder. Da kommen die Lebkuchen-Dudes. Die wollen, glaube ich, bezahlen. Verteidigt diesen Ort. Was willst du denn von mir? Was willst du von mir? Ja, da haben sie easy bezahlt. Konnte die Chromie ihre Taler reindrücken. Zack. Wollte ich sie in... wollte ich ihn in meine Globe reindrücken. So ganz fancy, aber hat nicht geklappt. Da gucken. Nova, komm, schau da hin. Sehr gut. So, haben wir genug? Na, lang nicht. Murky oben ist wieder und jetzt kommt da auch ein Camp rein. Müssen wir mal schauen, dass wir das nicht zu krass verlieren. Das werden wir verloren haben. Deswegen gehe ich gleich hier hin. Oh, sorry. Sollte ich überhaupt hier sein? Oh, können wir das so nehmen? Den Globe hätte ich auch gern gehabt. Ah, habe ich ja. Gut, 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 gut. Dann haben wir hier den Gegendruck. Merky ist down. So, okay, wunderbar. Unten wird schon wieder irgendwie gefightet. Merky stirbt irgendwo. Hä? Da ist einfach ein leeres Camp. Okay. So, lala. Ich wusste, wir schaffen das. Meine Zauber sind bereit. Ihr seid es fast nicht wert. Zack. Boom. Bam, boom, bam. So, der kann ordentlich reindrücken. Zack. Na, den nehmen wir natürlich mit. Wird damit nicht getroffen, aber wir haben jetzt hier genug. Wenn ich bezahle, haben wir genug. Gut, über das Objective läuft es eigentlich ganz solide. Ich bringe vor allem Diener Gebäudeschaden und XP-Beitrag. Ja, die Ming kann halt auch ganz gut pushen. Ah, da haben wir Truhen. Sie haben alle gezahlt. Bin wusste, wir schaffen das. Jetzt geht der Spaß los. So, da haben wir alle. Das macht Spaß. Sehr schön. Und hier können wir wieder reinwuchten. So, dann gehen wir wieder hier hin. 6, 10, 15. Feuer haben wir 14 gebraucht. Unten noch nehmen. Die noch. So, gehen wir da rein. 18 brauchen wir. Okay, one more. One more. Die eine mehr können wir uns hier holen. Super. Wenn es geht, nicht aufteilen.
So, wunderbar. Wunderbar. Das war keine Absicht. Zack. War doch ganz okay hier. Der Flip vom ja, das ist genug Schaden. Nice. Woo! Dann können wir beenden. Dann können wir beenden. Ich habe mal meinen ganzen Schaden in den... Genau, nämlich so. Oder? Ah, 10 Sekunden. Go, 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 go. Ah, nee. Wohin? Dann gehen wir mal. Das, was ihr am besten könnt. Ja, spielen wir safe. Wir haben schon ein bisschen Schaden drauf gemacht. Ah, no! Sia! Schade! Ah, keine Chance daraus. Gut, Lunara haben wir bekommen. Sagara haben wir gerettet. Li Ming ist gestorben. Okay, wie gesagt, mein Diener Gebäudeschaden und XP Beitrag ist echt gut. Mein Heldenschaden jetzt nicht so arg. Aber wie gesagt, ich versuche vor allem mit Glas Cannon Fähigkeitsstärke erhöht. Es hilft ja auch beim Wave Clear, ja. Da sind wir eigentlich gleich viele. Problem ist nur, dass zwei von uns gerade oben sind. Die Gegner können zahlen. Wir sind jetzt gerade arg split. Die Chainer macht einfach irgendwo random Camp, während hier die Chromie versucht abzugeben. Das war jetzt nicht so gut. Ne, das war nicht so gut. Dann versuchen wir wenigstens oben jetzt den Nasibo rauszukriegen. Den kriegen wir auch. Das ist gut. So, die wollen oben Boss nehmen. Das ist eine gute Idee. Weil die Lunara ist unten. Au! Alter, tut es weh! So. Okay. Ja, ich gehe mal ganz back. Ich habe ja, wie gesagt, auch weniger Leben und so. So, lala. Und dann, wenn wir auch noch bezahlen, haben wir's. Brauche Hilfe. Jobteam. Das war die richtige Abfolge, jetzt hier oben den Boss zu nehmen, den Gegner dazu zu zwingen, sich zu teilen. Upsa! Boom! Noch ein Kill zum Schluss. Nice. Okay, die Schüsse gehen hier rein. Der Chor fällt. Zack und GG. Nice. Jawohl. Ja, Li Ming macht Spaß. Die Fähigkeiten musst du halt treffen. Die Kombos könnten noch viel komplexer
feiner ausgeführt sein. Ja, also da kannst du auch richtig die Gegner vor allem mit der Druckwelle auch hin und her schieben, vielleicht in deine Skills reinschieben. Ich habe versucht, nicht aufzusterben, relativ defensiv, safe, Wave geklärt, gegen Murky gegengedrückt. Ist mir gut gelungen, die Teammates haben gut gespielt. Einmal waren wir arg gesplittet, da konnten die Gegner dann abgeben. Hätte man Eftel verhindern können, aber gut. Sowas, wie gesagt, eine gute Sache. Hier mit Li Ming, einer wirklich starken Heldin. Nochmal die Statistiken hier. Die meisten Kills hat Nova gemacht, ist ihr Job. Also wunderbar. Und ich ganz gut Wave geklärt. Ich habe auch mittendrin da mal angefangen, auch mal auf die Tower zu gehen. Das kann man ja mit ihr wunderbar machen, mit ihren Skills. Die Talente, so klassischer Orbbild mit Machthungrig, Triumvirat, Seis Rache, Druckwelle, Glaskanone, Arcana Orbit und Talraschas Elemente. Wenn es euch gefallen hat, dann Like, Abo und oder Kommentar, würde mich sehr freuen. Und als nächsten mittleren Held spielen wir Lieutenant Morales. Bis denn.